starts and ends with you. Lost feelings without you, starts and ends with you. I'll make it right this time. From darkness I reach out, but I can't read the signs. So, moin moin, also willkommen zu einem neuen Tutorial. Also ich zeige euch, wie ihr Sony Vegas Pro 10 installieren könnt. Also dafür braucht ihr nur zwei Sachen, also nur das Installation von Sony Vegas Pro 10 und Sony Keygen. Also ihr geht einfach unter diese Adresse und ladet euch euren Systemtyp Zeug runter. Wie ihr das herausfindet, also geht ihr einfach unter Computer, und dann hier rauf und dann findet ihr gleich hier das Systemtyp. Und bei Windows 2, bei Windows XP, also ist es immer 32-Bit Version und ich habe das 64-Bit und habe es schon runtergeladen. Dann zum Sony Keygen, also müsst ihr einfach nur runterladen und dann geht es schon, da habt ihr es einfach hier. Also dann öffnet ihr einfach das Installationszeug und Deutsch. Ja, auf dem Desktop. Einfach nur normal installieren. Das hier. Ja, es dauert jetzt ein bisschen und ich weiß nicht, was da zählt. Also schreibt einfach unter die Kommentare, ob das funktioniert hat oder auch nicht. Weil bei mir hat es auch beim ersten Versuch nicht funktioniert. Weil da müsst ihr einfach nur zwei, dreimal es versuchen, einen Patch zu installieren. Und ja. So, also jetzt haben wir es installiert. Vegas Pro 10 wurde erfolgreich installiert von wegen. Also das ist eigentlich jetzt nur das Zeug. Also das dürft ihr jetzt noch nicht öffnen. Also jetzt kommt das Sony Keygen dran. Also ihr öffnet das einfach. Ja. Wartet hier ein bisschen. Ja. Und klickt auf Continue. Dann kommt das da raus. Also da oben bei Produktname klickt einfach hier auf File und Vegas Pro 10, 32 und 64-Bit. Serie, also kontrolliert nochmal, ob der das richtig habt. Dann geht ihr hier auf Patch und Patch sucht euch eure Installation zurück aus. Vegas und hier Pro. Okay, und jetzt nochmal, weil das muss man irgendwie zweimal machen. Hier Pro. Dann wird das gepatcht. Ja. In diesem Fall has been, ja, leck mich. Also das schließt ihr noch nicht. Dann kopiert ihr das mal
mit Steuerung C oder Rechtsklick kopieren. Na, öffnen wir das Zeug hier, die Verknüpfung. Ja. Dann gibt ihr, tut ihr das einmal einfügen, weiter von einem anderen Computer registrieren, weiter. Hier ein Haken rein, also hier könnt ihr ausfüllen, weiter, dann speichern, ja, weiter. Und jetzt nehmt ihr hier den langen Code hier und tut es eigentlich einfügen. Also jetzt theoretisch sollte das eigentlich gehen. Also das können wir jetzt schließen. Also wie man sieht, hat man jetzt die Vollversion von Sony Vegas Pro 10. Also wie man sieht. Also da können wir jetzt Dateien rendern, zusammenschneiden, Intros machen, irgendwas noch und halt alles ein bisschen. Also, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt einfach unter die Kommentare oder schreibt mir eine PN mit einem Begriff. Schreibt einfach Vegas, Sony Vegas Pro 10 Kraken irgendwas rein und dann ja, das war's eigentlich dann für dieses Video. Sieht man sich vielleicht beim nächsten Let's Play oder Info oder Tutorial oder was weiß ich. Also, das war's dann eigentlich dann für dieses Video. Also, bis zum nächsten Video. Ja, bis dann.